So, und damit willkommen zurück zu Lumberjacks Dynasty. Wir haben hier diese Fläche komplett abgeholzt. Es kann sein, dass hier noch ein paar einzelne kleine Stämme in den Farnen oder im Gras liegen, die ich übersehen habe. Werden wir aber früher oder später entdecken. Also macht nichts. Bis dahin, ja, also als erstes das Zeug wieder ins Wasser, wie immer, und das Zeug sind halt diese schönen Stämme. Dann werde ich wohl mal eine Fuhre Rinde verkaufen müssen. Verkaufen müssen ist eigentlich falsch gesagt. Geld können wir ja gebrauchen. Aber mein Traktor ist halt so langsam. Danach werde ich wohl ein bisschen Gras bzw. Heu zusammensammeln. Für die Kühe bzw. für die Scheune. Und dann weiß ich noch nicht, ob wir dann irgendwelche Kräuter oder Essensgeschichten kochen. Seife, Shampoo, Nahrung, um uns den Plattenwagen zu holen, um dann mal die Kisten zu verkaufen. Und dann müsste eigentlich der Tag auch schon wieder so gut wie rum sein. Ich kann mal ganz kurz schauen. Okay, es ist jetzt schon 18.14 Uhr. Ja. Also allzu viel wird es dann an diesem Tag auch nicht mehr geben. Da schaffe ich vielleicht gerade die Ladung Rinde zum Holzhandel. Am nächsten Tag fängt sie dann eh erstmal wieder mit Hühnern, Kühen, Gewächshaus an. Die ganzen Bienen ablaufen bzw. Bienenhäuschen. Händlerrunde mache ich aktuell nicht. Ist eigentlich immer lukrativ, denn so Rohmaterial ist halt billiger als wenn wir das verarbeiten. Ah, jetzt fällt mir aber noch was Gutes ein. Der hat jetzt so schwer geschuftet, unser Verladehänger. Der wird jetzt gewaschen und bekommt mal eine neue Lackierung. Nur überlegen, was von Lackierung können wir denen mal geben. Wie würde der gut aussehen? So ein Orange wie so ein alter K700? K700. So, Enter. Erstmal tanken. Fahrzeug waschen. So, und jetzt ein bisschen roter. So. Oha. Naja gut, in der Sonne sieht das bestimmt schick aus. Den parken wir dann mal hier.
dass die Leute den sehen. Und wir springen jetzt. Ach, wir laufen. Wir laufen zum Traktor. So, 5 Tonnen an Rinde ist hier drin. Da müsste unser Hänger jetzt voll sein. 4,2. Oh Gott, da schaffen wir noch eine zweite Ladung. Für die Fahrzeuglackierung haben wir jetzt 500 gelatzt. Haben wir noch 900, okay. Tata, wir machen mal das Licht an. Oh, oh. Hab was vergessen. Wenn wir was verkaufen wollen, sollen wir uns ja umziehen. Ganz schnell. Hallo. Oscar, du hast gestreichelt. So. So, Umkleider. Mehr Ausstrahlung, Verkaufserfolg. Okay. Das sieht bestimmt herrlich scheiße auf einem Traktor aus. Da, 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 da. Oh, dann fahren Sie doch vorbei, Fräulein oder Herr. Oder wie auch immer. Achso, Tempomat. So. Brauchen wir nur noch ein bisschen die Richtung korrigieren. Und die stimmt ja. Mhm. 19 Uhr. Ja, an mir. Ne, der biegt ab. Brumm, brumm. No, wir bleiben auf der Straße. Jo, oh, ist das schon der Mondschein von der Seite? Tonnen Rinde. Was hat man da immer bekommen? Tausend bestimmt nicht, oder? Nee. Da, 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 da. Wobei, die Preise haben sich ja geändert. Im Gegensatz zur Early Access. Machen ja jetzt auch Unterschiede, was für Kisten das sind. Also was für Bretter. Kiefer, Fichte, Birke und was war es noch? Eiche. Meine Güte, wir sind ja fast da. Licht an. Das Licht sieht immer irgendwie kurios aus. So, wir hatten 900.
Schauen wir mal, was wir bekommen. Tempomat schon mal ausmachen. Mal ein bisschen langsamer werden. Wir rollen sowieso irgendwie immer auf dem Ding beim Abkippen. So. Wir stehen. Abkippen war... Ja. So, wir rollen langsam rückwärts. Deshalb einmal kurz nach vorn korrigieren. Haben wir 1,4 bekommen? Okay. Das ist gutes Geld. Dann hier noch rum. 1,4 für 4,2 Tonnen. Wie spät. Wir schaffen noch eine Fuhre. $12.000 brauchen wir für den Plattenwagen mit Sozialpunkten. Allzu viel kochen dann. Wenn ich dann erst anfange, die Nahrungsmittel zu verkochen, weil ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge war unser Gewächshaus dann so weit, dass ich diverse Sachen geerntet hatte da drin. Auch einen Riesenschwung zusammen. So, jetzt geht's bergauf. Eieiei. Was mich im Grunde am Sägewerk verwundert hat, ist die eine Palette, die immer hinten an der Säge steht. Die trocknet ja auch. Ist das immer nur die letzte Palette, die trocknet, oder alle, die fertig sind, dass die dann langsam vor sich her trocknen? Also wenn ich da 100 Kisten rein theoretisch fertig habe, trocknen die dann alle oder wirklich nur die eine? Das müsste ich mal ausprobieren. Aber mein Rasen, Quatsch, mein Kabelstapler steht am Haus. Das ist ja eigentlich nicht so weit weg. Kurz auf die Zeit gucken, 20 Uhr. Ist noch Zeit. Plattenwagen. Ein schnellerer Traktor. Einen größeren Hänger. Brauchen wir nicht unbedingt. Silo öffnen. So. Noch 900 Kilo im Dings. Im Silo an Rinde.
Wir fahren mal hier durch. So. Und dann aber hier schon auf die Straße. Benzin haben wir. Rum, rum, rum. Na, die Räder sind schon leicht verschmutzt wieder. Mit der Erneuerung des Hofes fange ich dann wirklich erst an, wenn ich den gekauft habe. Also da neue Bretter dran oder im Baumarkt Farbe, ein anderes Dach, keine Ahnung was aktuell geht. Ich hatte mal irgendwas von Solarzellen gelesen. Aber vielleicht war das auch ein anderes Spiel. Oder war das Farmers Dynasty? Ich weiß es echt nicht mehr. So schön. Der Geschäftsmann auf dem Traktor. Ja, ist auch weniger geworden. Ist schon spät. So, bloß die Lampen nicht so viel im Bild haben. Da kommt ein Auto. Kurz 21 Uhr. Spankisten kann ich ja dann auch so verkaufen. Die muss ich ja nicht trocknen. Kommt die als erstes raus. Und vielleicht die in der Trockenanlage, weil die sind mit Sicherheit auch schon auf null durchgetrocknet. Trockenanlage hatte ich noch nicht mal voll gemacht. Ich glaube, die letzten Abteile waren leer. Also sagen wir mal, hätte ich 25 trockene Kisten. Abkippen. Damit haben wir 3,8. Euro. Ja, so. Dankeschön. Ich werde etwas hungrig. Ich glaube, essen kann ich hier gerade nichts während der Fahrt. Anhalten möchte ich jetzt nicht.
Tralalilalala. Der Mond, der scheint hinterm Berge. Im Schwummerlicht. Oh, sind das Rehe? Aber sehe ich Kräuter? Nein, ein Pilz. Zwei Pilze. Oh, doch, das sind Kräuter. Wir steigen aus. Also, für Kräuter halte ich dann doch mal an. Okay, das ist ja mal eine super Sache. In der Nacht sehe ich die Kräuter ja extrem gut. Okay, merken wir uns, wenn wir Kräuter suchen, dann in der Nacht. Die Folge wird ein bisschen länger. Das ist ein langer Heimweg. Vielleicht wirklich einmal in der Nacht durchmachen und Pilze, Kräuter suchen. Könnte einiges bringen. Moment. Fahrzeug waschen, einmal tanken. Wir haben jetzt nur einen Traktor gewaschen. Den Hänger jetzt nicht. Ich schlafe eigentlich meine Schafe hier draußen? Mal schauen, wo die sich überhaupt in der Nacht rumtreiben. Die Säge läuft noch. Ich steige mal aus. Gucken mal. Sind noch Stämme unterwegs? Ja. Ups. Und drüber. Da kommt der nächste Stamm. Fichtenbrettkisten 68. Stolz. Feuchtigkeit 59. Und hier Feuchtigkeit 0. Habe ich mir fast gedacht. Ach, Moment. Ich beende hier mal die Folge, dass ich dann das nächste Mal gleich wieder umstellen kann. Ich sage tschüss, ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal.